Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Hitman Absolution. Wir sind im feindlichen Gebiet. So wie immer. Ja, eigentlich schon. In letzter Zeit vor allen Dingen. Gut. Über uns scheint eine U-Bahn zu fahren. Gibt's hier Kante oder sowas? Ne, schade. Messer? Zuhören? Du nicht so lange auf Instinkt okay. Bleiben. Ja, aber solange wir den nicht verbrauchen, irgendwie ist das wurscht, glaube ich. Schon wieder eine U-Bahn. Ich werde mich hier mal. Nee. Ja, ich werde mich hier mal genau umschauen. Hier ist auf jeden Fall mal ein Kasten. Und da ist ein Speicherpunkt. Da ist was zum Betreten. Da ist nur eine Waffe. Nee. Sicher. Also nee, kann ich nicht nehmen, das ist ja dasselbe eigentlich. Und da ist ein Speicherpunkt. What the fuck? Bitte recht freundlich. Okay. Das ist irgendeine Folterkammer. Oh, das war jetzt sehr knapp. Kontrollpunkt? Na, Kontrollpunkt machen wir erst, sobald wir irgendwas Wichtiges geschafft haben. Kann man da? Ja, doch, da kann man. Kante. Okay, nach oben. Gut, da können wir uns so rüberhandeln. Ist da jemand? Nee. Gut. Messer und Benzinkanister austauschen wohl eher nicht. Da ist eine Leiche. Die suchen ja eine Leiche. Und was war da gerade mit Alt? Die vermisste Stripperin. Die Polizisten suchen an den falschen Orten. Wir könnten damit natürlich Ablenkung machen, oder? Ja, probier's. Und weg mit dir. Das ist unsanft, aber gut, ist sie schon tot. Nein. Wie wär's mit... Nix. Nolne, warum nimmst du das Messer in die Hand? Kannst du da runter schauen? Mal, jetzt kannst du den Instinkt verwenden. Nee. Wow, bist du narrisch? Du darfst nicht oben. Nee, ich wollte das Messer zur Ablenkung eigentlich werfen. Nein, das schauen doch nicht alle. Du musst doch irgendwie anders tun. Moment, vielleicht kann ich den Benzinkanister zur Ablenkung werfen. Weil das Ziel, das habe ich schon gesehen, ist dort hinten. Das heißt, ich nehme an, dort hinten. Da die Treppe hoch. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal... Oder muss ich ja, dafür da etwa eine Deckung sein? Aber die schauen ja dann nach oben. Das kann ja nur von oben kommen. Das hätte ich nicht gemacht. Vielleicht von dort. Jetzt hast du genau den Weg versperrt. Jetzt gingen alle dorthin. Okay. Und siehst du, da geht immer nur einer schauen. Shit. Na, okay. Das ist nicht der Weg. Ja, hast recht, hast recht. Oh, wie nach unten klettern. Achso, das ist auf der anderen Seite bei der Kante. Okay. Moment, da war doch gerade irgendwas. Achso, nee, eh nur die Kante. Da geht's nicht weiter, oder? Nee. Kante. Und runter. Und fallen lassen. Sehr gut. Na ja gut, wir haben noch nichts. Schauen wir auf die andere Seite. Da, nach hinten. Nee.
das war nicht schlecht. Schau mal in die Richtung. Sehr witzig. Okay, aber wie kommen wir an denen vorbei? Indem du aufgehst. Den Benzinkanister holst und dann na, den unten schmeißt, oder was? Nein. Geh mal rauf. Das Messer nimmt er mit. Stimmt, kann man immer mal brauchen. Vorschlaghammer? Nee. Das macht dann nur wieder zu viel Aufsehen. Da ist dieser, keine Ahnung, weiter mit Palmen im Hintergrund. Die Folternden und gleichzeitig gibt er aus, im Urlaub zu sein. Dass da nicht oben geht, das verstehe ich nicht. Ja, geht halt nicht. So, und hoch. So, baufälliges Gebäude. Wo kommen wir jetzt hier weiter und wie vor allen Dingen? Ja, oben nicht gleich dort oben können. Die sind ja eh nicht dort. Nicht. Die behaltet hier bitte das Messer. Naja doch, die sind das da. Ja? Ja, jetzt. Du musst dort das runterschmeißen. Ja, aber da kann ich nichts. Oder vielleicht kann ich nicht das Messer runterschmeißen, aber in Kanister. Da darfst du nicht. Moment, oder ich gehe runter? Nein. Ah, Moment. Und jetzt umme schauen, ob da noch... Nein, da ging er noch nicht weg, da musst du gleich. Da musst du ein bisschen mehr Geduld haben. Messer. Ich werde jetzt mal die Leiche runterwerfen. Bevor hier alles in die Luft fliegt. Die Jobtewecker gingen da unten. Ja, das wäre schön. Komm, steig dich. Oder schau ich. Schau mal in Instinkt da. Wie viele Leute sind da unten? Eh nur er. Ja, dann mit dem Messer. Mach ihm kalt. Sind schon wieder zwei. Ach, okay, dann nicht. Ich würde ja vorschlagen, dass wir runtergehen und einen nach dem anderen abmurksen. Das wäre persönlich mein Vorschlag. Also zuerst einmal ein, zwei abmurksen, dann Kontrollpunkt und dann die restlichen paar abmurksen. Er hätte ihn vorher töten müssen, bevor er die entdeckt. Shit, shit, shit. Hallo, ich bin Polizist und ich werde Sie verhaften, egal wer Sie sind. Hören Sie. Sir. Du musst murksen. Leise. Es ging nicht an. Fuck. Du musst mit Na, aber ich glaube, ich muss mit der Klavierseite. Na sicher. Ja gut, ich werde jetzt alle ausschalten. Tut mir leid, auch wenn ich an sich geschrieben habe, Stealth, aber da fällt mir nichts Besseres ein. Moment, das Messer nehme ich aber doch mal mit. Ja, jetzt kommt der Gitter durch. F-Messer. Gut. Dass du nicht das Waffen verwenden kannst, das Messer. Kann ich eh? Schau dir mal um. Ich kann es aber auch werfen. Ja, aber werfen nutzt er nicht. Aber ich werf's hierher und dann kommt einer. Oder? Nein. Schau dir mal um, wo wer ist. Die sind alle da drüben. Sind alle da. Ja, dann geh weiter in die andere Richtung. Da lang?
Hm? Nicht da, da senkst du ja jetzt gleich. Da rein musst du gehen, rechts. Hier. Ja, sicher. Hier da rein, okay. Und jetzt schau dir mal da um, wo da auch sind. Ja, da sind nur die. Na, da ist der eine. Ja, der geht aber nur da her. Und schleicht sie wieder quasi. Ja, aber den müsste ich jetzt irgendwie daher locken. Nein! Schau mal in die andere Richtung. Da ist die Treppe. Ja, jetzt sind ja... Okay, der geht dann wieder. So. Moment, kurze Aufnahmepause. Und es geht weiter. Ich möchte jetzt den Typen da ausschalten. Was ist hier los? Warum nimmst du nicht die Klavierseite für ruhig? Ja, ich weiß es teilweise echt nicht. Tolle misstrauisch gemacht. Ja, aber vielleicht sind die da jetzt weg. Warum schaust du nicht meinen Instinkt? Nein. Beweis, den musst du nehmen. So. Okay. Siehst du was? Das ist doch sinnlos. Das Spiel ist aus, Freundchen. Psch, 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 psch. Sie haben das Recht zu schweigen und ja, die Aussage zu verweigern. Verstanden? Das haben zugekommen. Und direkt ausnocken. Ausnocken, ausnocken, ausnocken. Alles klar. Wenn du sagst, komm mal, den nockst du da. Ja. Okay. Jetzt, ich hätte ihn nicht liegen lassen. Und jetzt. So. Und ruhig. Nachladen, R. Warum schaust du nicht in den Instinkt? Ich verstehe die oft nicht. Okay, da sind die alle. Drei Nummer zwei. Der eine kommt jetzt daher, oder was? Ja, oder zwei. Das ist ja die da hinten, wo du umgehst. Stimmt. Schauen, schauen, mein Instinkt. Gut, sehr gut. Und weiter, 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 weiter. Was tust du denn? Ach du Scheiße, woher? Was tust du? Ja, keine Ahnung. Ich verstehe dich nicht. Und mach ihm kalt, gleich, mit der Schnur. Hopp. Auf Q, W. Und weg hier. Da hast du irgendwas gehabt, was du nicht mehr hast sollen, neben den Kosten. Nee, das ist nur der Kasten. Nein, da war daneben auch was. Ah, hier. Messer und Flasche, ja, scheiße. Ja, das weißt du nicht. Okay. Du musst auf, ja, auf den Balken. Auf den Balken. Ah, okay. Gut. So. Ja, die Steuerung ist teilweise für mich noch ein bisschen gewöhnlich. Und da ist der Exit. Sehr gut. Alles klar, Gebäude verlassen, weg hier. Sehr schön. Birdie, ich bin unterwegs nach Chinatown. Passen Sie gut auf sich auf. Ach ja, das sagt sich so leicht. Mann, dieser Wade, der soll doch jeden zum Reden bringen. Und wir wissen beide, dass ich eine Menge zu sagen habe. Also beeilen Sie sich. Bleiben Sie einfach ruhig. Hitman wird doch schon schaukeln. Alles klar, aber ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal an, was der zu sagen hat, wenn man denkt. Am Boden sind viele Patrouillen, nicht leichter durchzukommen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwie über die Dächer. Ich sehe doch schon viele Kanten und so. Aber erst beim nächsten Mal bei Hitman Absolution. Tschüss.